Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich will euch heute was zeigen und zwar, was ich euch gleich zeige, werde ich noch nicht verraten. Aber wir stehen hier an einer Stelle, wo wir einen echten Einsatz hatten. Kleiner Einsatz, aber war hier wirklich. Und zwar hatten wir hier mal, dass ein Bus, ein Linienbus, hier gegen einen Ast gefahren ist. Es hat ganz schön geknallt und wir mussten hier sägen. So, wir haben natürlich eine zweiteilige Steckleiter aufgebaut, gesägt. Thema war durch, war nicht so spektakulär. Verkehrssicherung natürlich, weil man ist ja an der Landstraße, ne? So. Und wir sprechen dann mal darüber, wie man es vielleicht auch noch ein bisschen moderner hätte machen können, okay? Alles klar, los geht's. So, und zwar habe ich was... Da muss ich gleich dazu sagen, möchte ich auch dazu sagen, also schönen Dank an die Firma Dönges, die haben das zum Testen zur Verfügung gestellt. Und zwar ist das dieses IntelliTool. Das Schöne ist, warum ich daran so interessiert bin und das unbedingt auch testen möchte aus Eigeninteresse, ist, man hat natürlich, wenn man den neuen Stand der Technik nutzt, natürlich einen Vorteil, dass man manche Sachen ein bisschen einfacher hinkriegt. Deshalb gibt es eine Weiterentwicklung. Das ist hier nämlich der Fall mit dem Teleskopstab und hier kann man verschiedene Werkzeuge ranbauen. Okay? Das Schöne ist, gerade wenn man nicht so viel Platz hat, wenn man nur ein kleines Fahrzeug hat, so wie wir, zwei kleine Grundausstattungsfahrzeuge, dann ist man natürlich froh, wenn man möglichst viel mitbekommt. Man kann hier vorne, kann man die verschiedenen Werkzeuge adaptieren. Das zeige ich auch gleich, wie das funktioniert. Aber das Schöne ist, den ersten Einsatz hatte ich schon, es lag bei mir zu Hause in der Garage, und zwar war Kinder haben gespielt, Kinderfeuerwehr, und der Ball lag sehr weit oben im Baum. Und dann kann ich euch mal zeigen, wie ich den ersten nicht alarmierten Einsatz erfolgreich erledigt habe. Und zwar ziehen wir das mal aus. So. Und wenn ich das jetzt hochnehme, sieht man schon, da kommen ein paar Meter zusammen. Das ist lang. Und wenn da oben ein Ball drauf liegt, ist das wunderbar. Ne? Also, zwar... Dafür eigentlich wahrscheinlich zu kostspielig, aber ich war der Tag der Held, ne? Super. Gut, und wir werden jetzt mal sehen. Das Schöne ist auch, er schiebt ja nicht zusammen. Ich kann mich da, glaube ich, Stabhochschwung mitmachen. Diese Verschraubung hier, die ist echt wirklich sehr stabil. Das habe ich schon rausgefunden. Das klappt wirklich sehr gut. So. Ich bin natürlich nicht alleine. Man geht immer truppweise vor, auch in meinen Videos. Ich werde jetzt den Marvin einmal hierher zaubern, dass er mit mir gleich mal das zusammen adaptiert, okay? Kommen wir hier mal mit ihm hin. Marvin, machen wir beide kurz mal ein bisschen. Können wir machen. Teleskopinese. Wir werden uns jetzt mal auf den Einsatz beziehen, den ich vorhin beschrieben habe, wo der Bus die Äste weggemäht hat. Und ich behaupte mal, wenn wir das Ding gehabt hätten, letztes Jahr, hätten wir gar keine Leiter gebraucht, hätten einfach das rausgezogen und zwar die Säge vorne montiert. Magst du die mal holen, Marvin? Also, hier haben wir das kleine Schmuckstück. Ui. Ach, ich sehe schon hier so eine Schraube drauf, also eine Muttern. Das heißt, man kann da wahrscheinlich auch die Klinge tauschen. Das ist schon mal gut. Das ist das Sägeblatt. Schraubgewinde setzen wir jetzt mal oben rein. Aber das muss man erstmal lösen. Also sogar doppelt gesichert. Das ist ein Gewinde zum Reinschrauben. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt montiere, ne? Oh, und dann werde ich das hier auch noch festziehen. So, bin ich ganz gespannt. Okay, da wir jetzt natürlich mit in der Höhe arbeiten werden, wir machen das jetzt zwar, die Videos sind ja mehr privater Natur von mir, aber ich werde es jetzt trotzdem mir nochmal einen Helm aufsetzen, ein bisschen, ob es ein Handschuhe, dass uns hier nichts passiert. Ne? Sicherheit geht immer vor. Okay, kurz mal die Handschuhe und Helm. Was für ein Effekt. Gut, ja, wir legen los. Also bitte denkt immer an eure Sicherheit, wiederhole ich nochmal. Wir ziehen mal raus. Marvin, wir beide machen das mal. Ich gehe mal los und du machst fest. Und bei der Gelegenheit, Marvin, du hältst mal die ganze Stange jetzt mal fest. Und ich werde mal kurz messen, wie lang das ist. Ich mache das jetzt mal ungefähr genau. Ihr kennt Willi ja, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, gut 5 bis 6 Meter, schätze mal, ist das jetzt lang. Und jetzt würden wir mal versuchen, einen Ast zu sägen. Okay? Machen wir zu zweit? Ja. Oder hoch? Ich glaube, zu zweit wird schwierig, oder? Ja. Mal gucken, wie hoch wir kommen. Wir haben natürlich mit dem Gärtner gesprochen, der hat mir genau darauf gezeigt, welchen Ast ich nehmen soll, um dem Baum zu helfen. Ne? Ich lege das Sägeblatt da jetzt erstmal rauf.
Ich glaube, ich sehe alles, aber da sind zwei, die da hängen. Willst du mal? Das geht gar nicht schlecht. Das ist mein Gefühl, ne? Man macht das ja nicht alle Tage. Das geht wirklich besser, als ich gedacht habe, auf die Länge. Ich mich auch mal wieder. Also wir haben jetzt natürlich auch eine breite Stelle genommen. Und ich finde, dadurch, dass sie auch ein bisschen nachgibt, ist das auch nicht so gefährlich. Das Sägeblatt ist ein bisschen weich, das finde ich gut. Also wenn man sich daran gewöhnt hat, geht es echt gut. So, der erste ist schon runter. Und der zweite kommt auch. So, Vorsicht. Also, ist noch alles ganz. Das ist schon mal wichtig. Ich habe natürlich nicht optimal rechtwinklig gesägt. Und man sieht, ich habe natürlich den längsten Weg genommen. Deshalb hat es ein bisschen gedauert. Aber also eigentlich ging es recht gut, ne? Ja, ist gut, ja. Okay. Wenn jetzt der Ast da oben liegen sollte, können wir den natürlich auch gezielt runterziehen. Und das machen wir jetzt mit dem nächsten Werkzeug. Würde ich sagen, Marvin, wechseln wir nochmal aus. Jo. Marvin löst, ich hole schon mal das andere Teil. Einreißhaken, kennt ihr. Natürlich ist man so ein 5 Meter Einreißhaken schon ziemlich gut aufgestellt. Das ist auch mit Kohlefaser. Das ist auch gerade Thema Elektrizität und sowas auch interessant. Und natürlich von Gewicht und Stabilität ungeschlagen, glaube ich. Ne? Einreißhaken. So, Einreißhaken kennt ihr. Wenn man einen Innenangriff hat, hohe Decke, bei uns zu Hause ist zum Beispiel auch am Wohnzimmer so die Deckenschräge relativ hoch. Wenn es da brennen sollte, kann man wunderbar die Innenverkleidung damit runterreißen. Ne? Und etwas, wo man sonst nicht rankommt. Jetzt mal gucken, Marvin, willst du mal? Also, und geht das gut? Also für den langen Arm? Gedacht habe, also. Ja? Schon echt gut, ja. Und das ist gar nicht so schwer. Ich würde mich interessieren, was das wiegt. Das können wir ja mal in der technischen Beschreibung gucken. Also obwohl das so lang ausgezogen ist, ist ja ein Mordshebel, ne? Also wenn ihr mal so einen ganz normalen Stuhl so in der Hand nehmt und den gestreckt haltet, dann wisst ihr, was Hebel bedeutet. Und das ist so lang und ist überhaupt nicht anstrengend. Also kaum. Ja. Ne? Das ist toll. Also du kannst hiermit was durchstechen und hier was einreißen, dranhaken. Und ich glaube, ich habe gerade eine gute Idee, was wir damit noch machen können. So. Wir haken mal an, wir machen den Härtetest jetzt à la Willi. So, Achtung, häng ihn mal ran, ohne zu hüpfen, einfach nur ranhängen, Füße hoch. Ja, geht. Ich wollte nur sagen, das Gewicht von einem Feuerwehrkameraden wird, glaube ich, auf 70 Kilo, das glaube ich, definiert. Die habe ich auch, der Kamerad auch und deshalb, also auch dieses Teleskopsystem, ne, diese Feststellung, hält das. Ne? Ja, ist cool. Also ist stabil. Ich mache jetzt nicht die Affenschaukel. Aber ich glaube, das würde klappen. Nur ich muss das Ding ja wieder zurückschicken. Ich möchte den Schaden nicht erklären müssen. Aber hast du da nicht noch was anderes Tolles dabei? Gut, dass du es fragst. Also das war zum Thema Bäumen. Ich glaube, bei den Einsätzen sind wir jetzt recht gut ausgestattet damit. Und vor allem Platz sparen. Ne? Wir haben nur einen Arm für zwei Werkzeuge schon mal. Für mein TSF ist das natürlich schon mal eine gute Nachricht. Ihr könnt auf der Herstellerseite gerne gucken, ich will das jetzt auch nicht tausendmal wiederholen. So, wir würden sagen, wir bauen das jetzt ab und kümmern uns jetzt mal um die Bodenbearbeitung. Ackerbau und Viehzucht und so weiter. Nee, okay, du baust ab, ich hole das nächste Werkzeug, los geht's. Was mag jetzt das sein? Wir bauen es mal an, wir lösen es noch nicht auf. Ich glaube, die Stange drehen geht einfacher. Guck, wie schön das da reingeht. Schwupp. So, was würdest du sagen, was ist das? Ist ja unfair, ich weiß es ja schon. Ach, du weißt es schon, okay. Na, dann rat doch nochmal. Okay. Kann man damit Wasser abziehen? Richtig, Feuerpatsche. Also, Feuerpatsche, gut. Muss man jetzt nicht in der Megalänge haben, in der Praxis reicht wahrscheinlich so die Entfernung. Wenn man das Feuer auspatscht, das Schöne ist, man sieht jetzt auch hier durch die Länge der Patsche,
dass mir in der Patsche nicht rumpatscht und mehr Sauerstoff in das Feuer bringt, sondern es Feuer ausstreichelt. Das ist eine richtig schöne Streichelfläche. Okay? Und das Schöne ist, wenn mal irgendwie wirklich mehr Temperatur dahinter ist, dann kann man auch mal ein bisschen weitergehen. Ich finde das gar nicht schlecht. Warum nicht? Wer hat mir denn verboten, weit weg zu arbeiten? Vielleicht mal über einen Graben, wenn du da irgendwas gerade siehst oder sowas. Ja, über Hindernisse, Gräben, ja. Ne? So, muss man aber nicht. Man kann auch sagen, gut. Oh, da haben wir natürlich schon fest. Ja, habe ich festgezogen, ich weiß, ne? So, dann machen wir es kürzer. Geht relativ einfach. So, ja, das ist einmal die übliche Länge fast von der Feuerpatsche, ne? So, nach vorne. Ausstreicheln. Nach vorne. Ausstreicheln. Nicht. Nein, sondern ausstreichen. So macht man Feuer aus, ne? Ausstreichen. Gut. Das haben wir. Ein Werkzeug haben wir noch. Ich schraube das hier nochmal los. So. Oh. Das Ding habe ich im Internet auch schon gesehen. Die Schutztasche verrät dem erfahrenen Mann, dass da was Scharfes drunter ist. So, schauen wir mal. Oh ja. Zacken. Okay, was kann man damit machen? Ich mache jetzt nur Vorschläge, wofür es benutzt, ist mir letztendlich egal, ne? Kann man bestimmt zu vielen Sachen benutzen. Ich würde das zum Beispiel jetzt sehen beim Moorbrand, also Torfboden, weicher Boden, wenn man den mal umziehen will, ne? Also aufreißen möchte. Hin. Aber es geht natürlich hier beim Rasen nicht, ne? Aber das ist schon eine Ione, ne? Gut. Nur, dass ihr wisst, das könnt ihr benutzen auch in allen Höhen, ne? Ganz normal Teleskopstange. Das war's schon. Oder fällt dir noch was so ein? Also wie gesagt, Vorteil ist, man hat hier mehrere Werkzeuge, die man eng verstaut zusammen einfach kombinieren kann, wie man möchte. Ich finde es gut. Ist nicht so schwer, ne? Super. Alles klar. Schönen Dank nochmal und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ne? Alles klar. Bis dann. Tschüss. Oh, bin mal rausgefallen. Halt fest! Ja. Ich glaube andersrum. Wie rum war das jetzt? Kannst du aber so streicheln, so, aber mir am Arm so, willst du mal zeigen, wie sanft das geht mit dem Ding?